Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr häufen sich ja gerade die Pannen. Flugbereitschaft, es sind eigentlich zwei Lügen in einem Wort. Ja? Die fliegen nicht und die sind nicht bereit. Diesmal hat es den Entwicklungshilfeminister getroffen. Entwicklungsminister Müller wollte durch Afrika touren und war plötzlich gestrandet. Keine gute PR für den Technologiestandort Deutschland. In der Tat, super peinlich für den Technologiestandort Deutschland. Müller saß tagelang fest. Ja, irgendwo in Afrika. Er war praktisch verschollen. Ich weiß gar nicht, wann die das in Berlin gemerkt haben. Ja, ich glaube, Merkel hat irgendwann durchgezählt am Kabinettstisch. So, Leute, kann das sein, dass hier einer fehlt? Wo ist denn der Müller? Der Müller ist ja seit 3 Wochen nicht mehr da, kann das sein? Und dann hat wahrscheinlich Altmaier gesagt, ja, der ist doch in Afrika, um Werbung zu machen für das Hightech-Land Deutschland. Hat er dich nicht angerufen? Und Merkel hat wahrscheinlich gesagt, ja, kann sein, aber ich war in der Uckermark, da gibt's kein Netz. Erst war an Gerd Müllers Bundeswehrmaschine ein Ventil kaputt. Das kann passieren. Dafür wurde dann aber eine Mechanikertruppe aus Deutschland nach Malawi geflogen. Und was ist dann passiert? Und dann ist leider das passiert, was vielleicht dem einen oder anderen von uns auch schon mal passiert ist, dass nämlich am Gepäckband dieses Gepäckstück nicht ankam und somit der Instandsetzungstrupp vor Ort war, aber das Ersatzteil nicht. Das kennen wir alle. Das ist bekannt, deswegen sagt man ja auch, sein Gepäck aufgeben. Ja, da kommt das her. Am Freitag war es dann soweit. Der Minister sollte endlich wieder zurückfliegen, aber? Aber beim Einsteigen bzw. beim dem Versuch wieder loszufliegen, ist es dazu gekommen, dass das Flugzeug erneut ausgefallen ist. Ja, der Grund war wohl, dass heiße Luft in die Kabine geströmt ist. Große Panik an Bord, heiße Luft im Flugzeug, wo kommt das her? Kann es sein, dass Andreas Scheuer irgendwo noch vom letzten Flug im Laderaum hängt? Ja. Woher kommt die heiße Luft? Der Müller kam einfach nicht weg. Der war wirklich. Es gibt Gerüchte, er war am Ende so verzweifelt. Er soll schon angefangen haben, in Afrika nach Schleppern zu suchen, die ihn nach Deutschland bringen. Und dies ist ja nicht die erste Panne der Flugbereitschaft. Im Dezember kam Angela Merkel nicht rechtzeitig zum G20-Gipfel in Argentinien wegen einer Flugzeugpanne. Olaf Scholz kam nicht mehr aus Jakarta raus. War auch schlimm, ja, auch für Jakarta. Und dass Gerd Müller jetzt länger als geplant in Afrika war, hatte natürlich auch wiederum einen Vorteil. Er hat mit Malawi und Sambia über Entwicklungshilfe gesprochen, mit Erfolg. Beide wollen uns in Zukunft mehr überweisen. Und ich würde vorschlagen, das Geld investieren wir dann in eine Imagekampagne für die Flugbereitschaft. Wir haben da schon mal vorgearbeitet. Wir von der deutschen Flugbereitschaft sind ein Aushängeschild für unser Land. Liebe Passagiere der Regierungsmaschine auf dem geplanten Flug von Malawi nach Berlin, hier spricht Ihr Kapitän. Wir bringen die wichtigsten Menschen dieses Landes in die ganze Welt. Leider können wir unseren Rückflug aktuell nicht antreten. Unser Start verzögert sich um ein paar Tage, wenn wir Glück haben. Unsere Technik genügt stets höchsten Ansprüchen. Heute Morgen hat sich eines unserer Triebwerke gelöst. Grund dafür ist eine afrikanische Wüstenspringmaus, die gegen einen unserer Reifen gehüpft ist. Passagiere der Flugbereitschaft genießen einen erstklassigen Service. Wir versuchen derweil eine warme Mahlzeit für Sie zu organisieren. Frau von der Leyen hat sich freundlicherweise bereit erklärt, Ihren berühmten Kartoffelstampf zu kochen. Oh nee, nicht schon wieder! Sollte es dennoch einmal zu Komplikationen kommen, wird unser bewährtes Notfallmanagement das Problem sofort lösen. Leider hatte auch der Flieger unserer Mechaniker einen klitzekleinen Defekt. Sie reisen nun zu uns mit der Bahn. Kleiner Scherz, so doof sind die auch nicht. Sie sind natürlich per Anhalter unterwegs. Deutsche Flugbereitschaft. Wir können alles, außer fliegen. Vielen Dank, Sebastian Rietz. Viele Städte in Deutschland haben Probleme
mit der Luft, mit einer zu hohen Feinstaub- und Stickoxidbelastung. Auch hier in Norddeutschland. In Hamburg gibt es ja schon Dieselfahrverbote. Und Kiel? Ja, und Kiel muss was dagegen tun, um Fahrverbote zu vermeiden. Und will deshalb jetzt die Lastwagen und Dieselautos ein paar Meter weiter weg von der Messstation fahren lassen, auf der Überholspur. Und hier, direkt an der Messstation, dürften nur noch Benziner fahren. Und wissen was? Seitdem ich das Fieberthermometer in den Kühlschrank gelegt habe, war ich auch nicht mehr krank. Genial! Die Lkw fahren einfach auf der anderen Spur, wo keine Messstation ist. Und Kiel wird zum Luftkurort. Grüße aus Bad Kiel, natürlich. Es ist klar, es ist alles so ein bisschen seltsam, es ist ein bisschen absurd mit diesen Dieselfahrverboten. Da werden Straßenabschnitte gesperrt. Und gerade in Städten wie Kiel, Rostock oder Hamburg ist es ja ein bisschen seltsam, weil gerade diese Städte noch mal ganz besonders leiden unter der Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe. Diese riesigen Schiffe produzieren ja ordentlich Schwefeloxide, Stickoxide, Kohlenstoffdioxid, Rußpartikel und Feinstaub. Und wo immer so ein Kahn im Hafen liegt, kriegen die Anwohner das zu spüren. Zum Beispiel dieser Herr in Rostock. Das entspricht einigen hundert Auspuffrohren von LKWs. Wenn man dann ausrechnet, dass der Schiffsdiesel vom Schwefelgehalt immer noch 100-mal so viel Schwefel enthalten darf wie LKW- und Pkw-Diesel, dann kommen da einige tausend LKWs zustande. Das ist völlig richtig. Und in Hamburg zum Beispiel ist die Schifffahrt für fast 40% der gesamten Stickoxidbelastung in der Stadt verantwortlich. Während auf der Max-Brauer-Allee in Hamburg keine Diesel mehr fahren dürfen, blasen gleichzeitig wenige Kilometer entfernt im Hamburger Hafen Kreuzfahrtschiffe ihre Abgase ungefiltert in die Luft. Aber hey, das bisschen Lungenkrebs nehmen wir doch gerne in Kauf dafür, dass sich ein paar ältere Urlauber von der Schwäbischen Alb einmal wie Leonardo DiCaprio und Kate Winslet fühlen können. Und die Schiffe lassen ihre Dieselaggregate auch im Hafen fröhlich weiterlaufen zur Stromerzeugung. So ein Kreuzfahrtschiff braucht ja wahnsinnig viel Strom. Ungefähr so viel Strom wie eine 90.000 Einwohnerstadt. Ja, das ist so wie Zwickau. Nur mit mehr Restaurants. Ein Kreuzfahrtschiff. Und um die Umweltbelastung durch die Stromerzeugung im Hafen zu senken, gibt es in Hamburg-Altona nun eine Landstromanlage. Da können die Schiffe an Land Strom zapfen. Die wurde für 10 Millionen Euro gebaut und vom Bundesumweltministerium mitfinanziert. Tolle Idee, oder? Moin! Ganz schön dicke Luft über dem Hamburger Hafen. Schön Ruß von Deck. Aber keine Sorge, die Rauchzeichen stehen auf Landstromanlage. Die hat die Stadt nämlich vor 2 Jahren für Kreuzfahrtschiffe bauen lassen. Eine saubere Sache, findet auch Norbert Hackbusch von den Linken. Die Schiffe liegen hier, werden mit Landstrom versorgt. Dadurch müssen sie nicht ihre Diesel anschmeißen, weil diese Diesel sind eine riesige Umweltbelastung für die Stadt. Aber mit der Landstromanlage ist die Luft rein. Für fluffige 10 Millionen Euro Baukosten. Und die Schiffe stehen quasi Schlange. Wie viele Schiffe nutzen denn die Anlage regelmäßig? Es benutzt gegenwärtig ein Schiff, die AIDA Sol, die Anlage regelmäßig. Immer wenn sie nach Hamburg kommt, wird sie eigentlich mit Landstrom versorgt. Aber sie kommt ja immerhin knapp 20 Mal im Jahr nach Hamburg. Jedes Mal so zwischen 10 und 14 Stunden am Tag. Viel Zeit zum Durchatmen. Bei den letzten Malen war es so, dass diese Versorgung nach 2 Stunden abgebrochen worden ist. Und dann plötzlich es weitere 10 Stunden dort liegt und weiterhin dann ihren eigenen Diesel angeschmissen hat. Ja, das ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Ja, aber ganz einfach zu erklären. Das liegt an der, Achtung, Netzentgeltsystematik. In Zeiten, in denen besonders viel Strom genutzt wird, ist er auch besonders teuer. Und oft ist das genau dann, wenn die Kreuzfahrtschiffe gerade im Hafen liegen. Aber das konnte die Hafenstadt Hamburg ja nun wirklich nicht wissen. Ausgeschmissenes Geld für mich. Das macht mich sehr, sehr ärgerlich, weil letztendlich sind es meine Steuergelder. Ich wohne halt gleich hier oben in Altona. Ja, kein gutes Gefühl. Ja, vielleicht nicht gut, aber atemberaubend. Außerdem hat das Bundeswirtschaftsministerium das Problem natürlich längst erkannt und teilt mit. Die Netzentgeltsystematik kennt keine Ausnahmen für bestimmte Branchen oder Verwendungszwecke. Und zum Glück hat Hamburg ja noch andere frische Ideen für frische Luft. Also in Hamburg machen diese Fahrverbote, solange es die Kreuzfahrtschiffe gibt, gar keinen Sinn.
Ja, hier ist eben nicht nur die Kacke am Dampfen. Danke, Patricia Kümpel. Haben Sie schon gehört? Olaf Scholz. Olaf Scholz will Kanzlerkandidat werden. Olaf Scholz, ja? Du weißt, der Klimawandel ist real, wenn die Aprilscherze schon im Januar kommen. Jetzt muss er nur noch ein Land finden, wo das geht. Also Phantasialand, Atlantis, Narnia. Es gibt viele Möglichkeiten. Der Scholz-Zug fährt jedenfalls schon. Ne? Rückwärts und bergab, aber er fährt. Mich hat das überrascht, muss ich sagen. Olaf Scholz kennt man ja eigentlich als sachlichen, nüchternen Pragmatiker. Ich will jetzt nicht langweilig sagen. Das wäre maßlos untertrieben. Aber offenbar ist das alles nur ein Vorurteil. Und er sieht sich als Kanzler. Das muss man sich mal vorstellen. Das hätte ich ihm niemals zugetraut. Diese blühende Fantasie. Olaf Scholz sieht sich als Kanzler. Der hat eine überbordende Vorstellungskraft, die die Grenzen der Realität quasi sprengt. Eine ganz neue Seite an Olaf Scholz. Außen Kühlerzahlen-Jongleur, aber innen Kind geblieben. Glaubt an die Kanzlerschaft und den Osterhasen. Finde ich toll. Olaf Scholz versucht ja gerade, sich zu profilieren, und zwar als Krisenmanager. Ist Ihnen das auch aufgefallen? In allen Interviews sagt er jetzt immer, dass die Wirtschaft den Bach untergeht. Ja, die fetten Jahre sind vorbei, der Aufschwung ist am Ende. Wenn Sie jetzt sagen, ach, Aufschwung, wir hatten fette Jahre, habe ich jetzt persönlich gar nicht so viel von mitbekommen. Glauben Sie mir, vom Abschwung werden Sie was mitbekommen. Da können Sie sich drauf verlassen. Scholz will jetzt dastehen als der Mann für schlechte Zeiten, als Krisenmanager. Und klar, wem traut man ein Krisenmanagement zu, wenn nicht ihm? Wie oft sagen meine Frau und ich, wenn wir eine schwere Ehekrise haben, jetzt kann uns nur noch Olaf Scholz helfen. Er muss sich aber vorerst noch mit kleineren Aufgaben begnügen. Als Finanzminister versucht Scholz ja gerade, die Grundsteuer zu reformieren. Das bedeutet, in den Städten wird das Wohnen wohl noch teurer. Denn die Grundsteuer wird in diesen beliebten Regionen noch mal steigen und das wird auf die Miete umgelegt. Und Sie wissen, in München zum Beispiel ist es jetzt schon so, man kann sich da eine Miete eigentlich nur noch leisten, wenn man sonst vergoldete Steaks zu Mittag isst. Auf dem Klingelschild steht heute meist nicht mehr dieses wie früher, dieses hier wohnen, lieben und streiten sich Inge, Udo, Ole und Ida, sondern eher hier zahlen, fluchen und verschulden sich Inge, Udo, Ole und Ida. Ich merke das auch, wenn ich durchs Fernsehprogramm seppe. Das Thema Wohnen ist wirklich überall präsent. Entschuldigung, sorry. Was ist das hier für eine Wohnungsbesichtigung? So eine Kack-Sonderaktion. Halbe Miete für halbe Deckenhöhe. Oh, geil. Die muss ich haben. Stockholm, der Nobelpreis für Mathematik geht in diesem Jahr an Professor Dr. Pfaffendörfer. Ihm war es als erstem Menschen überhaupt gelungen, die Berechnung der Grundsteuer zu entschlüsseln. Ja, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt fürs Finanzministerium. Es tropft uns in den Schoß, die Wohnung ist uralt. Komm, lass ein bisschen noch zusammenleimen. Nimm die Fliesen hoch und die Tapeten auf. Wir haben Schimmel im gesamten Bau. Jetzt neu, Millionärsbausparen. Mit vielen Scheinen können Sie bauen, sonst halt nicht. Hey du. Wer ich? Meinst du mich? Genau. Hör mal zu, willst du eine bezahlbare Wohnung haben? Hier. Ich hab sogar den unsichtbaren Schlüssel dabei. Eine bezahlbare Wohnung? Aber das gibt's doch gar nicht. Genau. Verarschen kann ich mich alleine, du Immobilienlurch. Verschwenderisch, luxuriös und einfach unverschämt teuer. Elite-Apartment für Akademiker und Singles mit Depot. Sag mal, Meister, 3-Zimmer-Wohnung, Riesengarten, wie kannst du das überhaupt leisten? Ganz einfach das ist. Einen sehr alten Mietvertrag. Ich habe. Geil, oder? Ein Film von Henning Nasse und Tim Gruninger.
In der Linkspartei tobt hinter den Kulissen ein Streit, vor allem zwischen Katja Kipping und Sarah Wagenknecht. Die Stimmung ist Kipping, sagt man in der Linkspartei und zahlt dann 5 Euro in die Wortspielkasse. Sarah Wagenknecht ist ja ziemlich beliebt bei den Wählerinnen und Wählern, liegt aber inhaltlich häufig quer zur Parteilinie. Sarah Wagenknecht war zum Beispiel gegen die Großdemonstration unteilbar. Muss man sich mal vorstellen, 250.000 Menschen demonstrieren gegen die Teilung der Gesellschaft und für eine humane Politik. Und Sarah Wagenknecht rät von der Teilnahme ab. Dafür wurde sie dann von Alexander Gauland gelobt als Stimme der Vernunft in der Linkspartei. Also es scheint bei Sarah Wagenknecht so zu sein wie damals beim Pac-Man-Automaten. Ja? Wenn man ganz links rausgeht, kommt man rechts wieder rein. Ich begrüße nun, meine Damen und Herren, zu diesem Thema jemanden, der uns das vielleicht noch besser erklären kann. Es ist die Parteienforscherin Professor Dr. Ute Rehbein. Herzlich willkommen. Frau Professor Rehbein, ich hoffe, Sie können uns helfen, die Linkspartei etwas besser zu verstehen. Oh Gottchen, können wir nicht über was Einfacheres reden? Stochastik, Mikrobiologie, die Heisenbergsche Unschärferelation. Also ich meine, die Linkspartei verstehen, Sie sind mir vielleicht lustiger Vogel, Herr... Ehring. Hab keinen, bin ich verheiratet. Ich rede von Sarah Wagenknecht. Na, mit der bin ich schon mal gar nicht verheiratet. Ja, die ist doch mit Louis de Funès zusammen. Mit Oscar Lafontaine, meines Wissens. Jacke wie Hose. Jacke wie Hose. Ja, inzwischen habe ich auch das Gefühl, muss ich sagen, es scheint irgendwie alles völlig egal zu sein. Rechts oder links, Wagenknecht oder Gauland, die Grenzen sind nur noch ganz schwer zu ziehen. Kann das sein? Es handelt sich hier um eine der ganz zentralen Fragen der Politikwissenschaft, Herr Ehringer. Ehring. Ja, die einen sagen Ring, die anderen sagen Zirkel oder Kreis, ja. Also gut, sagen wir, unsere Gesellschaft befindet sich in einem... Kreisverkehr, ja? Mhm. Frage, wozu braucht es dann noch rechts oder links? Ja? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will, ja? Nein. Denken Sie an das alte Sprichwort, Herr Ehrling, ehrlich. Ehring. Nein, an das andere. Rechts ist da, wo der Dumme links ist. Ja, aber Sarah Wagenknecht ist doch nicht dumm. Eben. Deswegen hat sie auch einen ganz klaren Standpunkt. Und zwar welchen? Mal hier, mal da. Und das finden Sie schlau? Naja, zeitgemäß, ja. Also ich meine, ich bitte Sie, die Zeiten der Programmparteien sind ja nun wirklich vorbei, ja. Eine Partei, ein Kernklientel, der Drops ist gelutscht. Ja. Die Messe ist gelesen. Okay. Der Keks ist geknuspert. Ja, gut. Ja? Heute wählen Arbeiter die AfD, Beamte wählen die Grünen und SPD-Wähler wählen gar nichts mehr. Aber für Ihre Kritik am Unteilbar-Bündnis hat ja Sarah Wagenknecht Lob bekommen von Alexander Gauland. Müssen wir uns Sorgen machen, dass sie demnächst auch Hundekrawatten trägt? Nein, so weit wird es nicht kommen, schon rein aus ästhetischen Gründen. Ja, da kenne ich mich als modebewusste Frau wirklich gut aus, Herr Ehrlos. Ehring. Und was ja auch nicht ganz unumstritten ist, ist ja, dass Sarah Wagenknecht auch sehr offensiv die Gelbwesten in Frankreich unterstützt. Ja, warum auch nicht? Ja, die Gelbwesten haben eine Menge erreicht. Die Zahl der Verkehrstoten in Frankreich ist rapide zurückgegangen. Okay, dann hat sie ja auch ihre eigene Sammlungsbewegung gegründet, Aufstehen, und macht im Prinzip der eigenen Partei Konkurrenz. Das ist ja so. Ich frage mich, warum lassen Bartsch, Rixinger und Kipping sie weiterhin gewähren? Dafür gibt es drei Gründe. Bartsch, Rixinger und Kipping. Also Sie meinen, Sarah Wagenknecht bringt Wählerstimmen und die drei eben eher nicht? Völlig richtig. Eins ins Heft, Herr Ehrmann. Ehring. Nein, Wagenknecht. Ja, aber ich meine, sie spaltet doch damit auch die Linkspartei. Ja, das ist ja das Paradox. Mit Wagenknecht wird die Linkspartei gespalten. Ohne Wagenknecht wird sie halbiert. Ich gebe es auf. Vielen Dank, Professor Dr. Ute Rehbein. Vielen Dank, Herr Ehrling. Ja. Was sonst noch war jetzt in Abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten? Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Republican Senators, do your damn job!
Gute Stimmung in den USA. Die Trump-Show erreicht einen weiteren bizarren Höhepunkt. Shutdown, der Reality-Mehrteiler. Der US-Präsident im Streit mit dem Kongress. Um 5 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Ja, super Idee. Und deshalb kriegen jetzt 800.000 Bundesbedienstete kein Geld. Seit fast 4 Wochen. Der längste Shutdown in der Geschichte des Landes. Aber gut, die Küstenwache hat ja Top-Tipps für ihre Mitarbeiter im Zwangsurlaub. Seien Sie kreativ. Veranstalten Sie einen Garagenflohmarkt, bieten Sie Ihre Dienste als Babysitter oder Hundeausführer an, machen Sie aus Ihrem Hobby ein Einkommen. Ja, da fällt Ihnen schon was ein, wenn Sie an der Tafel für Bedürftige Schlange stehen. Neuigkeiten vom Segelschrottschiff der Marine. Die Gorch Fock sollte ursprünglich für 10 Millionen Euro saniert werden. Inzwischen werden dafür 135 Millionen veranschlagt. Jawohl, dabei hat die Marine Gorch jedoch immer so liebevoll gepflegt, wie der Bundesrechnungshof festgestellt hat. Teile des Schiffes seien seit 1979 nicht geprüft worden. Zudem sei nie ernsthaft geprüft worden, ob sich die Reparatur des Segelschulschiffs überhaupt noch lohne. Ach, wie doof. Hat die Verteidigungsministerin ihren Laden etwa nicht im Griff? Ursula von der Leyen sei entweder falsch oder zumindest schlecht informiert gewesen, als sie die Kosten bewilligte. Ach was, na dann, zurücktreten bitte. Ja, war sonst noch was? Ach ja, etliche Ortschaften waren ja so ein bisschen, also... Abgeschnitten von der Außenwelt. Von der Außenwelt abgeschnitten? Abgeschnitten von der Außenwelt, ne? Ja, ne, nur so Reporter aus der Außenwelt haben noch hingefunden, um dann knallhart zu recherchieren. Was ist schon knapp geworden, also was war besonders gefragt? Klopapier. Okay. Ja, okay, genau. Na dann, gutes Geschäft. Acker von Boris Rosenkranz. In der CDU stellt sich gerade die Frage, welchen Job wohl Friedrich Merz in der Regierung bekommen könnte. Denn immerhin hatte Merz ja fast genauso viele Stimmen bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden wie Kramp-Karrenbauer. Und dem konservativen Flügel der CDU ist sehr daran gelegen, dass Friedrich Merz noch eine Rolle spielen soll in der Partei. Allen voran Wolfgang Schäuble, der sich seit dem vergangenen Jahr darauf freut, endlich den Satz sagen zu können: Mein Sohn, bald wird das alles dir gehören. Mutti habe ich aus dem Testament gestrichen. Aber wie? Was kann er machen? Was könnte seine Aufgabe sein? Merz hätte sich vorstellen können, Minister zu werden, aber... Darauf gab es eine recht schnippische Antwort von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich habe beim letzten Kabinettsfrühstück nochmal durchgezählt und festgestellt, das Kabinett war vollzählig. Bam! Sie soll danach auch alle Deutschen nochmal durchgezählt haben und hat nur einen gefunden, der ihrer Meinung nach überflüssig ist. Namen wollte sie keinen nennen, aber er wohnt wohl im Sauerland. Merz hatte sich recht offensiv angeboten, aber es kam ziemlich wenig aus der CDU. Möglicher Kanzlerkandidat der CDU? Och nö. Ja, Minister? Nee, es war schon fast ein bisschen peinlich. Er hat immer wieder Bereitschaft bekundet und Merkel und Kramp-Karrenbauer haben es irgendwie so gemacht, wie wenn man einen öden Bekannten nicht treffen will. Ja klar, Fritz, wir können uns mal treffen, aber diese Woche geht nicht. Nee, diese Woche, nee, da wird mein Hund geimpft. Nächste Woche, ist auch viel los nächste Woche, da kocht Angela Kartoffelsuppe. Dann die Woche, da haben wir Mädelsabend. Lass uns doch nach Ostern nochmal telefonieren. Wir haben dich im Herzen. Jetzt wurde es langsam so ein bisschen peinlich, deshalb haben wir ihm schnell was hingeworfen, was er machen kann in der CDU. Er darf wohl als Experte darf er mitarbeiten am Grundsatzprogramm. Was er da macht, ist noch unklar. Ich glaube, er darf es am Ende lochen. Ich bin gespannt, wie das zweite Kapitel der politischen Karriere von Friedrich Merz aussehen wird. Wir werden das weiter verfolgen. So wie wir auch gerne verfolgen, was aus unseren Realsatiren geworden ist. Wir haben vor einiger Zeit zum Beispiel hier einen Film gesendet über verrückte Verkehrshindernisse in Hamburg-Volksdorf. Und siehe da, diese Verkehrshindernisse sind wie Friedrich Merz. Sie kommen immer wieder. Hier ist die Fortsetzung von Daniel Sprenger. Der Mellenbergweg in Hamburg-Volksdorf vor knapp einem Jahr. Neue Verkehrsinseln werden auf die Straße betoniert. Nicht zwei oder drei, nein, 4, 5, 6 Stück sind hier nötig. Ein Slalom, der entschleunigen soll.
Seitdem die Maßnahme umgesetzt wurde, konnte ich feststellen, dass eigentlich der Verkehr oder die Geschwindigkeit eher zugenommen hat, weil jeder Autofahrer versucht natürlich vor dem anderen, den er von der Weite sieht, um dieses Hindernis zu fahren. Während die Autos um die Inseln herumkurven müssen, sollen Radfahrer durch die Bauten für schlappe 20.000 Euro besser geschützt werden. Sie können an den Inseln geradeaus weiterfahren. Gut, irgendwann treffen sie wieder auf die Autos. Jetzt in diesem Fall fährt das Auto natürlich automatisch dicht ans Kind nachher ran. Für mich eine bauliche Fehlmaßnahme. Das ist Gefährdung der Radfahrer, definitiv. Ist diese einmalige Verkehrsberuhigung deshalb gescheitert? Das Bezirksamt Wandsbek antwortet schriftlich, nein. Ein halbes Jahr lang bleibt es beim Radfahrer-Autoballett bis zum Herbst 2018. Wir haben gefordert, dass die Verkehrsinseln hier abgebaut werden und wie sonst üblich an den Straßenrand. Das Bezirksamt hat dem grundsätzlich zugestimmt. Passiert es jetzt dieses? Tata! Die Radwege werden im Oktober mit Warnbaken verbarrikadiert. Auf einmal kamen hier Bauarbeiter, machten die Löcher und stellten die Schilder auf. Und wir haben gedacht, ist das jetzt ein April-Scherz? Nee. Nee, denn wenn es rechts an den Inseln vorbei zu gefährlich ist, dann lieber links dran vorbeiradeln. So kommt man den Autos noch näher als zuvor. Das war genau der Stein des Anstoßes, warum wir gesagt haben, dass die Verkehrsinseln hier abgebaut werden müssen. Dann hat es so lange gedauert, um dann so eine Lösung zu finden, nämlich diese Schilder hier. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Die Autofahrer halten an, wollen ein Foto machen, weil das der Hotspot in Volksdorf ist. Und wir sind das Gespött der ganzen Stadt. Langsam zeigt auch das Bezirksamt Einsicht und kündigt vor ein paar Wochen an, die Baken sind eine provisorische Maßnahme. Das Bezirksamt arbeitet zurzeit an einer endgültigen Lösung. Und die ist jetzt endlich da. Keine Bordsteine, keine Baken, dafür Schilderstriche und Pylonen. Theresa May wollte ja besonders clever sein und hat die Abstimmung über den Brexit-Deal im Dezember abgesagt. Sie hat ihn verschoben, die Abstimmung verschoben, weil sie Angst hatte zu scheitern. Gestern war dann Abstimmung und Theresa May ist krachend gescheitert. Also das kommt mir vor, als hätte der Kapitän der Titanic gesagt, Leute, lass uns noch mal eine Runde drehen. Und dann mit noch mehr Karacho gegen den Eisberg. Ja, es war ja eine historische Abstimmung im Unterhaus. Eine Abgeordnete hat sich den Termin sogar extra freigeräumt. Die Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq verschiebt gegen den Rat ihrer Ärzte ihren Kaiserschnitt, der für morgen geplant war, um an der Abstimmung teilzunehmen. Wahnsinn, oder? Angesichts des neuen Chaos hat man sich nun gefragt, ob sie sich auch vorstellen könnte, die Schwangerschaft auf 36 Monate zu verlängern. Es weiß niemand, wie es jetzt weitergeht. Es hat keine Ahnung, worauf die Briten sich jetzt überhaupt einigen können, wie es weitergehen soll. Es gibt Briten, die panisch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Das muss man sich mal vorstellen, so weit ist es schon gekommen. Ja, die Deutschen haben auch Angst, legen schon mal panisch da die Handtücher auf die Parklücken. Also kein Mensch weiß, wie es weitergeht. In Großbritannien wird schon Stau geprobt. Da proben schon mit LKW, proben die da den Stau an der Grenze. Fest steht nur eins. Disaster is coming. Der Wahnsinn geht in eine neue Staffel und wird vermutlich bald noch absurder. Das war Extra 3. Jetzt kommt das Medienmagazin Zapp. Da begrüßt Sie heute Andreas Scheuer. Bis bald.